auch schon da. Also wenn ich mich zurückerinnere, 2001 im Bundestag, alle sprangen wie so ein Perpetuum mobile auf ihren Sitz sitzen, waren ganz begeistert von dem russischen Präsidenten. Jubel auf allen, Seiten. Genau. Muss ich das noch mal gucken. So, und dazu gehörte, ich finde das bei Ihnen sehr spannend, wenn ich es sagen darf, dass offensichtlich die Admiräle in der Bundeswehr irgendwann immer einen Zug nach links kriegen. Eine ihrer Vorgänger, Herr Schmeling, ist auch bei der Friedensbewegung gelandet. Ich will sie da nicht einsetzen. War noch gar nicht geboren. Nein, ich erinnere mich noch gut an ihn, aber ich denke, das ist ein Ausreißer, weit nach links. Nein, weil wir hatten ja schon immer jetzt nicht nur Admirale, sondern Generale auch durchaus welche gehabt, die eher sozialdemokratisch sind. Aber Sie sind ja stellvertretender Vorsitzender der Werteunion, also nach links gerückt, Herr Gerke, ist er nicht. Das kommt darauf an, was er jetzt vertritt. Das ist auch überhaupt die Frage, was ist heute eigentlich links? Und links hat ein paar Punkte, wo man nicht dran vorbei kann. Also für mich, der Krieg in der Ukraine muss zu Ende kommen. Und neue Kriege dürfen nicht angefangen werden. Dieser katastrophale Krieg im Nahen Osten. Ein Stück weit mehr Gleichheit, Gleichberechtigung wäre angemessen. Dann kann man, da kann man sehr viel draus machen. Und ein bisschen Zivilcourage auch mal gegen den Mainstream anzustinken, finde ich dann höchst angenehm. Das ist ja auch nicht so häufig. Ich habe zu viele Leute auch im Bundestag kennengelernt, die alle dann nochmal aufstanden, um dem Kanzler oder Kanzlerin, je nachdem, was dran war, Beifall zu klatschen. Zivilcourage war nicht so groß. Also zumindest, damit ich das in der Tat nicht auf... Klar, ich natürlich nicht auf mir sitzen. Ich weiß auch, wie Sie es gemeint haben. Also ich sehe mich selbst als Liberalen. Auch wenn es immer heißt, die Werteunion ist ja seit neuestem rechts. Das wusste ich vorher noch gar nicht. Ich sehe mich als Konservativen oder Liberalkonservativen. Insofern bin ich nicht wirklich nach links gerutscht. Wobei es linke Elemente oder linke Politikelemente gibt, die ich jetzt als Bürger, die völlig normal sind, soziale Gerechtigkeit... Auch wenn das sicherlich von vielen vertreten wird, da würde ich mich durchaus, sagen wir mal, linken Konzepten auch anschließen. Aber insgesamt sehe ich mich natürlich nicht als Linker. Was Sie gerade eben gesagt haben, und das war ja auch die Frage vorher, die ja letzten Endes wie immer rumschwebt. Natürlich ist, das habe ich heute Morgen in einem anderen Interview gesagt, war dieser Krieg, dieser Ukraine-Krieg, ein vermeidbarer Fehler. Jeder Krieg ist ein vermeidbarer Fehler. Ja. Jeder Krieg ist ein Fehler, außer es ist ein Verteidigungskrieg. Insofern gebe ich Ihnen recht, dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Ich kann natürlich beide Seiten, in diesem Fall jetzt die ukrainische Seite, gut verstehen, wie man dazu steht, jetzt in diesem patriotischen Gefühl. Und ich wäre als Deutscher auch nicht anders eingestellt, dass das Land geräumt werden muss von feindlichen Truppen. Aber trotzdem, das Töten muss aufhören. Das Leiden der Bevölkerung kann kein Argument für irgendetwas sein. Das heißt aber nicht, dass man dem Aggressor recht geben kann.